Corona nachgehakt. Was wir bisher wissen. Ja, wir berichten Ihnen immer über den neuesten Stand des Wissens über das Virus. Und heute lautet unsere Frage: Welche Fortschritte gibt es in der Behandlung der Krankheit? Und dazu begrüße ich Professor Hendrik Streeck, Leiter der Virologie an der Uniklinik in Bonn. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, solange es keinen Impfstoff gibt, müssen wir hoffen, dass wir Fortschritte machen bei der Behandlung der Krankheit. Und da gibt es jetzt laut WHO einen lebensrettenden Durchbruch: Dexamethason. Ja, Dexamethason ist eigentlich ein altes Medikament. Das ist ein Cortison, relativ niedrig dosiert. Und das wurde schon für viele Jahre angewandt bei schweren viralen Pneumonien. Aber es wurde nie getestet, was eigentlich der Einfluss ist oder wie gut es eigentlich wirkt. Das war so ein Gefühl von den Lungenärzten, von den Intensivmedizinern, aber es wurde nie wirklich verglichen und getestet. Und das hat wirklich erstaunliche Erfolge gezeigt, und man kann es sogar auch erklären. Also man kann es auch pathologisch erklären. Ja, also das war jetzt eine groß angelegte Studie der Universität Oxford an insgesamt 2000 Patienten, die dieses Mittel bekommen haben. 4000 Patienten war die Kontrollgruppe, also das ist sehr, sehr groß. Und das Erstaunliche ist jetzt, dieses Dexamethason, das bekämpft gar nicht das Virus. Das müssen Sie jetzt erklären. Ja, also man muss es so sehen, ganz am Anfang kommt das Virus in den Körper rein und das wird vom Immunsystem als Feind gesehen. Also das Immunsystem stürzt sich drauf und wird aktiviert, und viele verschiedene Arme des Immunsystems, viele verschiedene Zellen gehen dagegen vor. Und dann wird es so viel, dass irgendwann diese Armee, dieses Immunsystem einfach viel zu stark ist und gegen viel zu viele Bereiche vorgeht, dass man jetzt quasi die Armee wieder zurückpfeifen muss, dass sie nicht mehr so aggressiv vorgeht. Denn das Immunsystem kann unheimlich aggressiv sein. Das wissen wir von Autoimmunerkrankungen, wo wirklich das Immunsystem auch den Körper zerstören kann. Und mit Dexamethason wird das Immunsystem gedämpft. Und dadurch scheint es sehr viel besser im Verlauf für die schwer erkrankten Covid-19-Patienten zu sein. Ja, aber damit ist ja klar, es ist ungeheuer wichtig, in welchem Moment, bei wem man dieses Medikament einsetzt. Denn merke, wir bekämpfen ja das eigene Immunsystem. Ja, das ist ganz wichtig. Also man darf jetzt, manche mögen das sogar bei sich zu Hause haben, wenn sie zum Beispiel eine Arthritis haben oder so. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht einfach nimmt, denn dann macht man vielleicht am Anfang einer Erkrankung sogar schwerer. Also das ist das Paradoxe daran, dass bevor man infiziert ist, dann soll das Immunsystem ganz stark und ganz aktiv sein. Aber dann, wenn man einen schweren Verlauf hat, und nur dann kann Dexamethason wirken. Wissen wir denn, was jetzt bei Covid-19-Patienten passiert, die in dieser kritischen Schlussphase sind, wo das eigene Immunsystem überreagiert? Was passiert denn da genau? Welche Organe werden geschädigt? Was macht das Immunsystem? Ja, also wir wissen es natürlich nicht ganz genau. Aber was wir beobachtet haben im Blut, das ist ein sogenannter Zytokinsturm. Das sind Botenstoffe, die von Immunzellen rausgesandt werden und wirklich alles aktivieren. Und durch diesen Sturm wird eine Panik im Körper ausgelöst und viele verschiedene Bereiche durch das Immunsystem angegriffen. Das Virus selber, natürlich, sobald es in der Lunge ist, kann dann auch eher mal ins Blut übertreten und auch andere Bereiche des Körpers schädigen. Wissen wir denn, dieses überschießende Immunsystem, wie häufig das vorkommt, dass das am Ende sogar zum Exitus des Patienten führt bei Covid-19? Ja, also da sind wir auch nur erst am Anfang, und wir können jetzt nicht sagen, warum das Immunsystem plötzlich überschießt oder nicht. Aber der tödliche Verlauf ist meistens ja dann die Pneumonie an sich, also diese Lungenerkrankung. Inwieweit da das Immunsystem dann wirklich die Ursache für den Tod des Patienten ist oder generell der Allgemeinzustand, das wissen wir natürlich nicht. Jetzt hat es ja schon immer wieder Ankündigungen gegeben, ein neues Wundermittel und noch ein Wundermittel, und die Hoffnungen sind bisher alle zerplatzt. Es hat bisher noch kein Mittel gegeben, das die Sterblichkeit von Covid-19 signifikant senkt.
dieses Mittel jetzt, Dexamethason, können wir da zuversichtlich sein, dass das mehr ist als nur ein erneutes Wundermittel, was wieder verschwindet? Ja, also es zeigt uns, dass wir die Pathologie der Erkrankung sehr viel besser erkennen und verstehen. Also ist es schon, alleine es kommen dann die drei Punkte zusammen, nicht nur macht es biologisch Sinn, immunologisch Sinn, dass dieses Medikament funktioniert, sondern auch in dieser groß angelegten Studie zeigt es wirklich eindeutig diesen Effekt, sodass wir darauf erstmal vertrauen können. Anders ist es mit anderen Medikamenten, die in der gleichen Studie getestet wurden, die nicht so einen guten Erfolg erzielt haben. Nochmal zu Dexamethason. Das soll bei den Patienten, die künstlich beatmet wurden, eine Reduzierung der Sterblichkeit um ein Drittel gebracht haben. Das wäre, wenn es sich denn bewahrheitet, auch außerhalb der Studie wirklich enorm. Das wäre natürlich enorm. Und es würde auch bestätigen, was Mediziner schon vermutet haben bei Influenza und anderen viralen Pneumonien. Also es wird uns nicht nur helfen für schwere virale Lungenerkrankungen jetzt bei Covid-19, sondern wahrscheinlich auch in der Behandlung von Influenza oder anderen schweren viralen Erkrankungen. Wie verfügbar ist dieses Mittel? Wie teuer? Das ist eigentlich ein relativ billiges Medikament, weil es gibt auch keine Patente mehr auf Dexamethason, sodass das auch ein Medikament ist, was generell gut herzustellen ist und gut verfügbar. Ansonsten gibt es ja noch ein Medikament, was in der Frühphase eingesetzt werden kann. Das ist Remdesivir, das offensichtlich auch Erfolge zeigt. Ja, Remdesivir ist ein antivirales Medikament, also das direkt das Virus angreift. Nämlich es wirkt als in den Prozess, in den Stoffwechsel des Virus ein. Also das benutzt ja Teile der Zelle als Virus, also in ihrem eigenen Stoffwechsel benutzt es Teile der Zelle und bringt einige eigene Enzyme rein. Und diese Enzyme werden speziell geblockt. Remdesivir hat aber leider nur eine Wirksamkeit wahrscheinlich in der Frühphase der Erkrankung. Was bedeutet, dass wenn man das im späteren Verlauf nimmt, also wenn jemand auf Intensivstation ist, da wahrscheinlich kaum noch eine gute Wirkung zeigt. Aber in den ersten Stunden, in den ersten Tagen wahrscheinlich dort sehr viel effektiver sein wird, als man bisher beobachtet hat. Also wir haben was für die Frühphase, Remdesivir, und wir haben was für die Spätphase, wenn das Immunsystem überschießt, nämlich Dexamethason. Es gab ja immer widersprüchliche Meldungen über die Wirksamkeit von Malariamitteln. Besonders in den Schlagzeilen war Hydroxychloroquin das Mittel, das Donald Trump empfohlen hat. Sind wir da inzwischen schlauer? Ja, also Hydroxychloroquin, das ist sogar der Versuch, also ist ja ein groß angelegter Versuch auch gewesen. Der ist in der Frühphase abgebrochen worden, weil gezeigt hat, dass es keinen Effekt hat, sondern eher schädlich ist, das einzunehmen. Hydroxychloroquin, und das ist manchmal auch das Besondere, im Labor funktioniert es wunderbar gegen das Virus. Also es hemmt die Replikation des Virus, aber es wirkt eben nicht im Menschen. Und daher ist es wichtig, dass Medikamente nicht basierend auf Glauben oder Empfindungen von Ärzten gegeben werden, sondern wirklich basierend auf solchen groß angelegten Studien. Manchmal braucht es ja gar kein neu entwickeltes Medikament, sondern man muss die Krankheitsverläufe nur ein bisschen besser kennenlernen und verstehen. Und dann hat man jetzt festgestellt, dass bei der Covid-19-Erkrankung sehr viele Patienten lebensgefährliche Thrombosen bekommen. Was hat man daraus gelernt? Nun, bedeutet wahrscheinlich, dass das Virus auch häufiger übertreten kann in das Blutsystem. Wir sehen im Übrigen bei schweren Verläufen immer mal wieder Virus im Blut. Und wir wissen von anderen Coronaviren, dass Coronaviren manchmal eine Blutgefäßentzündung verursachen kann. Und bei einer Blutgefäßentzündung kann es sehr schnell zu einer Thrombosebildung kommen, also diese Blutgerinnungsstörung. Und das hat man vermehrt bei schweren Verläufen gesehen. Hier in Deutschland auf den Intensivstationen wird das Heparin über einen Perfusor gegeben, also direkt ins Blutsystem. In Italien zum Beispiel wird es ins Unterhautfettgewebe nur gespritzt bei schweren Verläufen. Dadurch, dass sich das Blutgefäßsystem zentralisiert bei schweren Verläufen und gar nicht so gut die Haut mehr durchblutet wird,
passiert es, dass dieses Heparin, was eigentlich lebensnotwendig in solchen Fällen ist, in Italien häufig gar nicht angekommen ist und häufig gar nicht wirken konnte, weil es gar nicht abgebaut wurde. Und in Deutschland hat man daraus gelernt und macht es jetzt so, wie Sie es beschrieben haben. Also ich sage mal so, lauter kleine Fortschritte, die wir da in der Behandlung machen, die in der Summe natürlich einiges bewirken können. Wie viel können wir nachher noch drüber reden? Das eigentliche Ziel wäre natürlich, dass die Menschen überhaupt nicht erkranken an Covid-19. Dazu braucht es einen Impfstoff. Wie weit sind wir da? Ja, also Impfstoffforschung ist natürlich sehr komplex und es ist ganz schwer vorherzusagen, ob man einen Impfstoff haben wird oder nicht. Wir haben gegen die größten infektiologischen Killer der Welt, also Malaria, Tuberkulose, Dengue, HIV, haben wir keinen Impfstoff, obwohl extrem stark daran geforscht wird. Man muss so ein Impfstoffkonstrukt ja immer erstmal im Menschen testen und schauen, ob er funktioniert. Und erst dann kann man sagen, ob es sinnvoll ist, diesen Impfstoff zu benutzen. Der Impfstoff von AstraZeneca, der jetzt mit Optionen gekauft wurde von der Bundesregierung, der hat im Affen ja auch keinen prophylaktischen Schutz gezeigt, sondern hat gezeigt, dass er, wenn sich jemand infiziert, dass er dann nur einen milden Verlauf hat. Also mit anderen Worten, da ist auch ein Mittel mit sehr viel Hoffnung gestartet und jetzt haben wir zumindest teilweise eine Enttäuschung, weil es die Erkrankung als solche nicht verhindert, sondern nur einen schweren Verlauf. Ja, aber auch einen schweren Verlauf zu vermindern ist natürlich extrem wichtig. Und auch aus dem Tierversuch können wir ja nicht direkt schlussfolgern, dass es im Menschen nicht wirkt. Mhm. Vielleicht bringt es keinen Schutz im Affen, aber könnte einen Schutz im Menschen vorbringen. Jetzt hat er im Laufe der Woche sehr viel Schlagzeilen gemacht, dass die Bundesrepublik über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW, eingestiegen ist bei der Tübinger Impfstofffirma CureVac. Was für einen Ansatz verfolgen die? Nun, CureVac hat einen sehr neuen Ansatz, einen Impfstoff zu machen, indem sie nur die RNA, also quasi das ist eine andere Form der DNA benutzt und das in den Menschen gibt als Impfstoff. Das bedeutet, dass dann in den Zellen, wo die RNA reingespritzt wurde, die Proteine gebildet werden und die Proteine des Virus und dadurch der Impfstoff aktiviert wird. Das ist ein sehr geschicktes Konzept, aber es gibt eine Sache, die man dabei bedenken muss, dass auf dieser Basis bisher noch kein einziger Impfstoff weltweit zugelassen wurde. Auch wenn es interessant, wirklich interessantes Konzept ist, kann man hier auch nicht sagen, dieser Impfstoff wird jemals Produktreife erlangen. Insgesamt sind weltweit derzeit ca. 100 Impfstoffe in verschiedensten Stufen der Entwicklung und der Erprobung. Kann man da eine Prognose wagen? Wann können wir mit einem wirklich funktionierenden Impfstoff rechnen? Nein, leider nicht. Also gerade im HIV-Bereich haben wir das ja sehr schmerzhaft gelernt. In HIV sind wir ja immer noch in der Pandemie, wo auch jeden Tag sich neue Menschen infizieren. Es gibt über 400 Impfstoffkonstrukte, die getestet wurden. Kein einziger von denen hat funktioniert. Da vorherzusagen, ob es einen Coronavirus-Impfstoff gibt, ist natürlich sehr schwer und eigentlich nicht machbar. Ja. Also an der Stelle keine Prognose oder keine Entwarnung möglich. Das heißt, wir sind wieder da, wo wir am Anfang dieser Sendung waren, dass wir gesagt haben, wir müssen auf Fortschritte in der Behandlung hoffen. Jetzt blicke ich mal ein bisschen weiter in die Ferne. Kann es uns gelingen, durch Medikamente, die die Krankheit behandeln, durch Fortschritte bei der Behandlung, lauter kleine Schritte, kann es sein, dass wir da die Sterblichkeit so weit drücken, dass wir in den Bereich der Sterblichkeit von Grippe kommen? Also ich nehme schon an, dass die Behandlung immer besser werden wird und dass wir auch immer mehr damit lernen, damit umzugehen. Das neue Coronavirus wird ein Teil unseres Alltags und wir werden lernen, wie wir gerade die Personen, die einen schweren Verlauf haben könnten, besser schützen können. Es kann ja auch sein, dass wir Medikamente entwickeln, die man einnimmt, die einem vor einer Infektion schützt. Das ist viel wahrscheinlicher, dass das in den nächsten Jahren entwickelt wird, als dass wir auch einen Impfstoff haben werden. Also eine chemische Substanz, die man einnimmt, die einem jedes Mal vor einer Infektion schützt. Das war Corona nachgehakt, diesmal mit Professor Hendrik Streeck. Herzlichen Dank. Vielen Dank.